Sebastian Kurz wird auch zu diesem Parteitag kommen. Da gab es zuletzt Stimmen, dass er ein Comeback planen könnte. Wie sehen Sie seinen Auftritt beim Bundesparteitag? Ist das unangenehm? Na, zunächst einmal freue ich mich sehr. Ich habe ihn ja selbst eingeladen. Wir haben ja schon die Amtsübergabe in einer sehr freundschaftlichen und positiven, auch zueinander positiven Art und Weise erledigt. Es waren aufgeregte Zeiten. Es war das Schiff in voller Fahrt, sage ich jetzt ganz bewusst, sowohl der Republik als Bundeskanzler, aber auch die Volkspartei ist derzeit in schwerer See. Und da ist es wichtig, dass man eine harmonische und ordentliche Übergabe macht. Das ist auch erfolgt. Jetzt ist es für mich selbstverständlich, dass der ehemalige Bundesobmann der Volkspartei, Sebastian Kurz, bei diesem Parteitag, wo ich gewählt werden darf zum Parteiobmann, von meiner Warte aus jetzt dabei ist. Das freut mich sehr. Das ist auch weiter ein Zeichen, dass es einen guten Übergang gegeben hat und dass es jetzt vor allem gilt, mit voller Kraft in die Zukunft zu arbeiten.